Also Herr Russo, wir haben ja einen halben Tag TDI schon hinter uns und gestern herrschte hier wirklich auf der Bühne so ein richtiger Optimismus vor. Also man wollte es anpacken, die Krise hinter sich lassen, überhaupt sah man die so als Chance. Wird da heute ein bisschen mehr gemeckert jetzt, wo die politisch Verantwortlichen auch da sind? Naja, meckern hilft ja nicht weiter, aber der gestrige Tag, der ja bewusst ein internationaler war, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der B7, das war dann der globale Blick, das war auch die Zeit des Zuhörens. Also der Wirtschaftsminister aus dem Senegal hat nicht nur mich beeindruckt. Jetzt müssen wir uns halt schon drüber unterhalten, was heißt denn das für uns in Deutschland ganz konkret? Da werden wir nicht meckern, aber schon Klartext reden, so wie ich die Kolleginnen und Kollegen kenne, die in den Panels vertreten sind. Und das muss ja auch sein, weil durchs Drumherum reden ist noch nichts besser geworden. Der Wirtschaftsminister vom Senegal hat ja gestern auch ein bisschen Ausblick gegeben, welches Potenzial das Land hat, wenn es um die Energieversorgung in diesem Land geht. Und er hat auch einen anderen wichtigen Punkt, was Sie im B7 angesprochen haben, gemacht, nämlich wir hätten so gerne einen Platz am Tisch, wir würden gerne auch unsere Perspektive in diesen herausfordernden Zeiten darlegen. Wir sind gespannt, was daraus wird, vielleicht auch im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel dann in einigen Tagen. Gestern fiel auch der Satz auf dem B7-Summit: Dies ist ein entscheidendes Jahrzehnt. Wie müssen wir denn jetzt handeln? Nun, erstens dürfen wir uns nicht verstecken. Die Herausforderungen gehen nicht vorbei. Es ist auch kein Plan zu sagen, wir müssen ja jetzt Krisenhandling machen. Das heißt, alles andere muss warten. Wir müssen halt beides können. Das ist anstrengend. Ich habe neulich einen Vorstandsvorsitzenden getroffen, der gesagt hat, jetzt wird es ja mal reichen mit der Anzahl der Krisen, nicht immer noch mal eine obendrauf. Das ist anstrengend. Aber wir müssen damit umgehen und das einzig Positive, was ich daran finden kann, ist, wie immer im Wettbewerb, die Rahmenbedingungen sind für alle gleich, wenn wir es richtig machen. Das hat dann was mit den deutschen Rahmenbedingungen zu tun. Wenn wir uns selber Steine in den Rucksack legen, dann könnte das im globalen Wettbewerb einigermaßen schwierig werden. Und auch darüber, über die ein oder anderen Steine im Rucksack deutscher Unternehmen, werden wir heute reden. Ja, und wir kennen Sie als sehr aufmerksamen Zuhörer, Herr Roswurm. Also Sie sitzen da immer in der ersten Reihe. Bei welchem Talk? Also wir wälzen ja heute die ganz großen Themen, also Digitalisierung, Transformation der Industrie und so weiter, Nachhaltigkeit natürlich immer wieder. Bei welchem Thema rutschen Sie heute so auf die vordere Stuhlkante? Ich glaube, wir haben keine langweiligen Themen. Also die zum Zurücklehnen und sagen, relax, das wird schon, die haben wir tatsächlich nicht. Spannend sind sie alle. Wir müssen mit dieser Situation umgehen und das braucht alle Anstrengungen. Jetzt klingt diese Rede von einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, das klingt ein bisschen abgedroschen oder überheblich, wie man es auch interpretieren will, aber es ist ja tatsächlich so. Deutschland als Industrieland kann es nicht egal sein, wie es der Industrie geht. Das ist genau umgekehrt. Also wenn die deutsche Industrie nicht funktioniert, dann wird es mit dem Industrieland, Exportland und Innovationsland schwierig. Und deswegen freue ich mich auch über die politische Prominenz, die kommt, die uns zuhört, uns ihre Perspektiven liefert, weil diese Interaktion zwischen Industrie, zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern und Politik, die muss in Deutschland sein. Es ist nichts Ehrenrühriges, sondern es ist konstitutiv für unser Land. Wie es in der Klimafade-Studie ja auch hieß, das BDI. Da regt sich Applaus. Also die Dekarbonisierung darf nicht mit einer Deindustrialisierung einhergehen. Kleiner Schlaumeier-Satz von meiner Seite. So, aber ein sehr richtiger. Ja. Aber ein sehr richtiger. Dann haben wir nichts gekonnt. Also wenn wir aus Deutschland ein Museum machen, dann haben wir wirklich nichts gekonnt. Dann ist dieses Land ein ganz anderes, dann ist unsere Lebensweise eine ganz andere. Das kann sich niemand wünschen.